Hallo ihr Lieben, ich bin Marc Wächler von der Ambiente-Gourmet-Kochschule. Ja, und ich begrüße euch und hoffe, dass ihr alle noch gesund und munter seid und einigermaßen gut durch die Pandemie kommt. Bei uns hier ist eigentlich alles im Grün, gesundheitlich vor allem. Ich habe Neuigkeiten für euch. Die Kochschule existiert jetzt seit 11 Jahren hier in Hildesheim und seit der Übernahme durch meine Frau und mich im Jahr 2018 haben wir doch also einiges versucht, um sie nach vorn zu bringen. Der letzte Schritt, der wirklich auch dann Erfolg gezeigt hat, war unser, wie ich finde, fantastisches Ambiente-Gourmet-Magazin, in dem also neben allen Kursen auch Reiseberichte waren, ein paar Tipps und Küchentricks. Und dieses Journal hat wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass wir die Kochschule noch nach vorne bringen konnten. Angesichts der Pandemie muss ich euch jetzt aber leider mitteilen, dass wir die Kochschule bis auf Weiteres schließen werden müssen. Dazu gibt es folgende Hintergründe. Wir alle kennen die Hygieneregeln und die Abstandsregelungen, die derzeit gelten. Und wir gehen davon aus, dass uns das noch mehrere Monate, vielleicht sogar noch Jahre begleiten wird. Wir können uns nicht vorstellen, dass eine Abstandsregelung hier in unserer Kochschule vernünftig eingehalten werden kann. So ein Kochkurs lebt davon, dass man gemeinsam Sachen zubereitet, gemeinsam schnippelt, gemeinsam in die Töpfe und in die Pfannen schaut und einfach viel Spaß hat, sich gegenseitig zuprostet und einfach einen unbeschwerten Abend verlebt. Das mit einer Atemschutzmaske oder einer Mund-Nasen-Maske zu machen, glauben wir, erfüllt nicht eure und nicht unsere Ansprüche an einen gelungenen Abend. Auch die Aerosole in einer Kochschule können ein Problem darstellen, natürlich, denn allein durch die Dunstabzugshauben könnte da jede Menge in der Luft auch verwirbelt werden. Und vor diesem Hintergrund, wir haben ein paar Mal dazu mit dem Gesundheitsamt gesprochen, wir müssen uns natürlich auch an diese Hygieneregeln halten. Wir sehen keine Lösung, wie wir die Kochschule vernünftig weiter betreiben können. Wir hatten im letzten Jahr ca. 1500 Teilnehmer in der Kochschule und mussten jetzt vom März bis Juni 40 Kochschulevents absagen mit immerhin auch schon ca. 500 Gästen. Und heute muss ich euch mitteilen, dass wir alle Kochkurse von Juli bis Dezember eben auch absagen müssen. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Weihnachtsfeiern im Moment nicht stattfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein verantwortungsvoller Chef oder eine verantwortungsvolle Chefin ihre Firma einlädt zum gemeinsamen Kochen und sich da der Gefahr einer Infektion und einer späteren Quarantäneanordnung aussetzen wird. Insofern spielen einerseits die gesundheitssichernden und schützenden Aspekte bei dieser Entscheidung eine Rolle, aber ganz klar auch wirtschaftliche. Denn wir müssen sehen, dass wir auch mit den Kochkursen etwas verdienen. Und wenn wir hier die Abstandsregelung einhalten, können wir halt statt 16 oder 20 Personen nur die Hälfte hier pro Kochkurs begrüßen. Und dann rechnet sich das nicht mehr. Diese Schließung wird bis zum 31.12. gelten, darüber hinaus aber auch so lange, wie die Corona-Pandemie andauert. Denn solange diese Regeln noch gelten, gilt auch die Schließung der Kochschule. All unsere Kochschulteilnehmer, die sich bisher angemeldet haben und auch schon zum Teil bezahlt haben, bekommen jetzt von uns Mails mit Gutscheinen zugesendet. Ihr könnt diese Gutscheine jederzeit gern bei uns im Laden einlösen. Wir geben euch darauf nochmal einen kleinen Entschuldigungsrabatt von 15% und hoffen sehr, dass ihr dieses Angebot annehmt, denn es würde uns sehr helfen. Wenn wir die Gelder alle auszahlen müssten, würde uns das natürlich sehr stark treffen. In jedem Fall natürlich steht euch das Geld zu. Wenn also einer lieber das Geld haben möchte, dann zahlen wir es auch aus. Ich möchte mich bei allen Kochschulgästen ganz herzlich bedanken. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Kochschule. Es war eine Leidenschaft, die ich wirklich auch mit Leidenschaft gelebt habe. Und ich bedauere sehr, es war ein schwerer Schritt, diesen Weg zu gehen. Wir sehen aber momentan keine andere Lösung. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Bis dahin, vielleicht mal wieder in der Kochschule. Auf alle Fälle aber gerne uns im Namen. Ciao, ciao. Eins habe ich fast vergessen, das Wichtigste. Wir werden euch natürlich mit dieser Entscheidung nicht allein im Regen stehen. Natürlich haben wir uns überlegt, was können wir tun,
um den Ertragswegfall hier oben in diesen Räumlichkeiten aufzufangen. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Plan entwickelt, gemeinsam mit meiner Frau und unserer Mitarbeiterin, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir diese ca. 100 Quadratmeter in der Kochschule nun umgestalten werden, und zwar in neuen Verkaufs- und Showroom. Wir werden hier wichtige Lieferanten, die wir unten in unserem Laden schon präsentieren, noch breiter aufstellen. Wir werden noch mehr Kompetenz hier reinholen für alle Dinge, die das Kochen, Backen und Zubereiten und auch die Gourmetartikel angehen. Und wir werden darüber hinaus auch hier oben das Thema gedeckter Tisch präsentieren. Das wird eine Neuheit sein hier im Ambiente. Dabei geht es darum, dass wir saisonal die Tische eindecken. Sie werden oder ihr werdet bei uns in Zukunft also auch Tischwäsche, Geschirr, Besteck, Gläser, all diese Dinge finden, dazukommen. Dekoartikel, Gartenartikel, also alles, was das Leben und das Genießen schöner macht. Und die Ambiente Gourmet Kochschule wird also dann auch nicht mehr heißen, so wie es bei uns noch am Fenster steht, kochen und genießen, sondern wir werden jetzt sagen, leben und genießen. Das liegt uns allen sehr am Herzen. Und wir hoffen sehr, dass ihr uns reichlich besucht und hier auch schöne Dinge für die schönen Zeiten im Leben findet. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich würde mich freuen, euch hier begrüßen zu dürfen, und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.